Hallo Leute, Mr.net ist hier und heute geht es um das zweite Video über das Mockobjekt. Im vorherigen Video haben wir über die Parameter gesprochen, mit der das Mockobjekt instanziert werden kann. Heute geht es darum, welche Funktionen uns vom Mockobjekt zur Verfügung stehen, um quasi Vergleiche oder wie hier Assertions durchzuführen. Welche Methoden wir dabei verwenden können. Um jetzt das Mockobjekt bzw. die Funktionalitäten zum Vergleichen zu erklären, habe ich hier ein Skript implementiert. Dieses besteht aus dieser Funktion hier, die ich mittels Mockobjekt instanzieren werde, genauso wie eine Variable, die auch als Mockobjekt instanziert wird und eine Funktion, die ich im Unit-Test aufrufen werde. Diese Funktion ruft einfach diese Funktion hier auf. Die Assertions, die man verwenden kann, können in unterschiedlichen Situationen verwendet werden. Wir sehen hier, dass ich in meinem Skript die Main-Methode aufrufe und hier meine beiden Mock-Objekte instanziere. Einmal für die Funktion 1 und einmal für die globale Variable. Ich beginne gleich mit diesen beiden Funktionen hier, assert not called und assert called. Diese Funktion hier, assert not called, sorgt dafür oder beziehungsweise überprüft, ob ein Mockobjekt während des Unit-Tests aufgerufen wurde. Ja? Da wir jetzt da hier in meinem Skript die Main-Methode aufrufen, die dieses Mockobjekt hier aufruft, aber die globale Variable hier wird nicht aufgerufen, deswegen funktioniert das hier. Dieser Test ist bestanden. Würde ich das jetzt da bei der Funktion machen, die aufgerufen wurde, und meinen Test hier starte, dann würde dieser Test natürlich durchfallen. Natürlich muss ich vorher speichern und dann den Test ausführen. Dann sehen wir, dass die Funktion 1 einmal aufgerufen wurde. Äquivalent dazu gibt es das assert called. Dazu muss das Mock-Objekt mindestens einmal aufgerufen werden, wie wir hier an dieser Funktion sehen. Wenn ich jetzt da das assert called an meiner globalen Variable anwende, dann würde auch dieser Test durchfallen, weil die globale Variable nicht aufgerufen wurde. Ja, not have been called. Die Funktion assert called once überprüft, ob das Mockobjekt maximal einmal aufgerufen wurde, also genau einmal. Wenn ich hier jetzt da frage, ob die globale Variable aufgerufen wird, würde dieser Test durchfallen, weil sie ja nicht aufgerufen wird. Dasselbe gilt, wenn ich ein Mock-Objekt mehr als einmal aufrufe. Das zeige ich, indem ich nochmal die Main-Methode aufrufe in meinem Unit-Test und dann frage, ob die Funktion 1 nur einmal aufgerufen wurde. Dieser Test wird somit auch nicht bestehen, weil ich die Funktion zweimal aufrufe. Das assert called with ermöglicht es mir, nachzufragen, ob ein Mock-Objekt mittels eines bestimmten Argumentes aufgerufen wird. Wobei hier immer das letzte Argument genommen wird, das verwendet wurde, beziehungsweise der letzte Aufruf des Mock-Objektes. Das None, das ich hier verwende, ist, weil ich das hier als einen Parameter verwende, als einen Default-Parameter. Wenn ich keinen Parameter übergebe, wird die Funktion mit None aufgerufen. Und das wird hier einfach überprüft. Ich könnte hier jetzt zum Beispiel
einmal die globale Variable aufrufen und dann nochmal die globale Variable aufrufen und der einen Parameter übergeben. Nochmal, das sind Mockobjekte, deswegen kann ich das auch als Methode aufrufen. Wenn ich jetzt da die globale Variable abfrage, mit welchem Argument sie aufgerufen wurde, würde es hier auch einen Fehler ergeben, weil der letzte Aufruf geschah mit diesem Argument hier. Also bei dieser Methode ist es wichtig, was war der letzte Aufruf? Die nächste Methode ermöglicht es mir eine Abfrage, ob ein Mockobjekt einmal aufgerufen wurde und mit welchen Argumenten das es aufgerufen wurde. Das AssertAnyCall fragt ab, beziehungsweise ich kann angeben, mit welchen Argumenten ein Mockobjekt aufgerufen wurde, wobei die Anzahl keine Rolle spielt, beziehungsweise auch nicht die Reihenfolge, in der ich es abfrage. Zu diesem Zeitpunkt habe ich die Funktion 1 nur einmal aufgerufen, mit dem Parameter Name. Wenn ich hier jetzt in meinem Skript das Mockobjekt nochmal mit einem neuen Argument aufrufe, kann ich natürlich die Abfrage AssertAnyCall verwenden, um nachzufragen, ob die Funktion mit diesem Argument aufgerufen wurde. Es funktioniert. Wenn ich jetzt aber überprüfen will, ob die Reihenfolge eine Rolle spielt, kann ich AssertHasCalls verwenden. Hier kann ich definieren, beziehungsweise hier kann ich auch abfragen, ob das Mockobjekt mit speziellen Argumenten aufgerufen wurde. Und wenn ich den Default-Parameter hier, AnyOrder, auf False setze, spielt die Reihenfolge, in der die Argumente übergeben werden, eine Rolle. Das heißt, wenn ich hier wiedermals mein Mockobjekt Function 1 mit dem Argument NewArgument aufrufe, ist ab diesem Zeitpunkt hier die Funktion 1 zuerst mit None aufgerufen worden und dann mit NewArgument. Und genauso in dieser Reihenfolge muss ich das auch abfragen. Und zwar dazu werden diese Call-Objekte verwendet, um die Abfragen einfach abzugrenzen. Hier, ich übergebe einfach als Argument eine Liste mit den einzelnen Call-Objekten und jedes Call-Objekt ist ein einzelner Aufruf. Der erste Aufruf war None und der zweite Aufruf war das New Argument, als String. Wenn ich die AnyOrder auf True setze, spielt es keine Rolle. Dann kann ich auch durcheinander fragen. Das ist so, als würde ich dann das AssertAnyCall verwenden. Als nächstes Objekt, beziehungsweise die nächste Methode, ist das ResetMock. Mittels dieser Methode ist es mir möglich, ein Mockobjekt bzw. die Aufrufe, die auf diesem Mockobjekt getätigt wurden, zurückzusetzen. Wenn ich hier an meinem Mockobject Funktion 1 die Methode ResetMock aufrufe, ist es so, als wäre dieses Mockobjekt im Unit-Test nie aufgerufen worden. Die nächsten Methoden sind Methoden, die es uns erlauben, das Mockobjekt zu modifizieren. Im vorherigen Video habe ich bereits die Argumente, die man im Konstruktor übergeben kann, beschrieben. Es ist aber auch möglich,
Mockobjekte zu instanzieren und anschließend mittels bestimmter Methoden die Mockobjekte zu modifizieren. Wenn ich hier als Beispiel mir ein Mockobjekt erstelle, das sich Mockobjekt nennt, und im Konstruktor das Spats-Argument definiere, dass ich sage, dass das Mockobjekt eine Instanz von String ist, kann ich das auch tätigen, indem ich einfach ein Mockobjekt instanziere und danach die Methode mock-add-spats aufrufe und diese dann die Spezifikation einfach übergebe. Das heißt, dieses Mockobjekt ist von der Instanz her String, aber auch dieses Mockobjekt ist nun eine Instanz von String. Die AttachMock-Methode kann ich dazu verwenden, um einem Mockobjekt weitere Kind-Mockobjekte hinzuzufügen. Hier erstelle ich mir zum Beispiel ein Mockobjekt und mittels der AttachMock-Methode füge ich dieses Mockobjekt meinem Mockobjekt Function 1 hinzu mit einem bestimmten Namen. Die ConfigureMock-Methode kann verwendet werden, um Key-Value-Argumente zu übergeben. Diese Key-Value-Argumente können aber auch im Konstruktor als letzter Parameter übergeben werden. Als Beispiel erstelle ich mir hier ein Dictionary mit dem Key, was später der Name eines Properties ist, und einen Value. Also hier Value 1, der den Integer-Wert 10 hat. Das füge ich nun im Konstruktor hinzu und übergebe es als letztes Argument. Ich könnte es auch mit der ConfigureMock-Methode versuchen. Wenn ich das hier jetzt mittels Debugger zeige, sehen wir, dass dieses Mock-Objekt hier einen Value 1 mit dem Wert 10 bekommen hat. Das wäre dann dieser hier. Dazu kann ich das Dictionary bzw. die Key-Value-Argumente verwenden. Die letzten Properties, die ich zeigen möchte, sind einerseits das Called und das CallCount Property. Das Call ist einfach ein Boolean, das mir sagt, ob das Mock-Objekt während des Unit-Tests auch aufgerufen wird. Und das CallCount gibt mir die Anzahl zurück, wie oft das Mock-Objekt aufgerufen wurde. Wenn ich das hier jetzt mit dem Debugger zeige, sehen wir, dass das Mock-Objekt Function 1 aufgerufen wurde und die Anzahl, wie oft es aufgerufen wurde, ist 1. Also innerhalb dieser Funktion. Ich kann aber auch die Properties callArgs und callArgsList verwenden, um mir die Argumente zu holen, mit denen das Mockobjekt aufgerufen wurde. Wenn ich das hier im Debugger herzeige, dann sehen wir, dass hier dass die Funktion mittels Argument callNone aufgerufen wurde. callArgsList gibt es mir einfach als Liste zurück. Aber ich kann diese beiden Properties dazu benutzen, um mir alle Argumente der Aufrufe, die vorgekommen sind, zu holen und diese dann weiter zu vergleichen, etc. Dann gibt es noch die Properties Method Calls und Mock Calls.
Das Property Method Calls enthält die Anzahl der Aufrufe aller Kind-Mock-Objekte. Ich erstelle mir hier einfach ein Mock-Objekt und füge es als Kind-Mock-Objekt der Funktion 1 zu. Wenn ich jetzt dieses Mock-Objekt aufrufe, dann enthält dieses Property Method Calls genau einen Aufruf. Das ist dieser hier. Da der Mock Call bzw. das Mock Calls Property enthält sämtliche Aufrufe, die das Mock-Objekt betrifft. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel das hier auskommentiere und den Debugger starte, sehen wir, dass keine Methode bzw. dass kein Mock-Objekt in diesem Mock-Objekt aufgerufen wurde. Dieses Property MockCalls enthält alle Aufrufe, die das Mock-Objekt Function 1 betrifft. Wenn ich jetzt mein Kind-Mock-Objekt aufrufe und nochmal den Debugger starte, ich habe vergessen zu speichern, das Ganze nochmal, dann sehen wir, dass die Method Calls, dass dieses Property meinen Aufruf enthält, und zwar Mock in Function, das ist dieser Aufruf hier. Dieses Property enthält jetzt einen zusätzlichen Aufruf, und zwar auch die Aufrufe der Kind-Mock-Objekte. Das heißt, Method Calls hier enthält alle Aufrufe, die das Mock-Objekt selbst betreffen, als auch die Aufrufe der Kind-Mock-Objekte. Gut, das war jetzt die Mock-Klasse selbst, also die Argumente im vorherigen Video und hier einige Methoden, die ich nutzen kann in meinen Unit-Tests zum Vergleichen, zum Validieren. Ich hoffe, euch haben die beiden Videos gefallen. In nachfolgenden Videos werde ich die Mock-Library im Unit-Test noch weiter erklären. Wenn ihr etwas vermisst bei diesen Tutorials oder wenn ich mich verbessern kann, was ich natürlich kann, schreibt es mir doch bitte einfach in die Kommentare. Und wenn ihr mich unterstützen könnt, abonniert doch einfach bitte meinen Kanal. Ich hoffe, ich sehe euch bei den nächsten Videos und tschüss.